Warum hat Pep Guardiola diesen Spieler gekauft, wenn er nicht einmal in der Lage ist, einen Pass zu spielen? Er macht immer, aber auch immer das gleiche Dribbling. Und was denken Sie? Er schafft sein Dribbling immer und keiner seiner Gegenspieler kann ihn tackeln. Es scheint, dass Jeremy Doku nicht weiß, wie er einen anderen Spielzug machen soll. Und nein, er hat nicht die Übersicht, um Kevin De Bruyne anzuspielen. Aber warum macht Pep Guardiola dann reinen Tiki-Taka und will den Ball einfach nur von einer Seite auf die andere bringen? Er hat es verinnerlicht und ist zum wichtigsten Spieler im Team von Manchester City geworden. Die Ankunft von Doku überraschte mit Versuchen und 1-gegen-1-Konfrontationen und übertraf sogar alle Erwartungen. Dank seiner Individualität ist der Belgier in der Lage, Räume zu öffnen und die Statistiken lügen nicht. Er führt mindestens 20 Dribblings pro Spiel durch. Apropos Effizienzprozente. Seit seiner Ankunft ist er vor den Besten zum besten Dribbler der Premier League geworden. In einem einzigen Spiel wurde er nach einem Tor und 4 Assists zum MVP ernannt.